muss sagen, es ist schon erstaunlich, wie harmlos Kendrick Rutherford ist. Oder zumindest wirkt. Es kann natürlich sein, dass es Roman Greenberg ist, der ihn hier so ineffizient aussehen lässt. Einfach durch seinen Stil, durch seine Reflexe. Lässt ihn immer wieder ins Leere laufen. Der Treffer da von Rutherford war illegal, das war die Inhand. Das war gerade ein Zähler. Habe ich keine Zähler von Rutherford. Innerhalb der Distanz ist er nicht gut genug für Greenberg. Und aus der Distanz, trotz der Reichweitenvorteile, kommt er einfach nicht ran. Jetzt der Auslagewechsel von Rutherford. Er ist normalerweise natürlich auch orthodox, also mit Linksausschläger. Er probiert's. Ich glaube nicht, dass er Greenberg damit verwirren kann. Ins Leere mit seiner Aktion. Die Runde ist ohne Zweifel die von Roman Greenberg. Das kann man hier akustisch nicht verstehen. You're not doing it. You throw it in a loop. And you keep missing it. You're not missing it. Ja, wird er ordentlich gescholten. Na, sagt man ihm ein paar wahre Worte. Die vorletzte Runde in dieser Schwergewichtsauseinandersetzung. Und Rutherford startet diese neunte Runde wieder in der Rechtsauslage. In dem Augenblick, wo Greenberg mit seiner Schlaghand richtig kräftig durchkommt, dann wird auch Rutherford aufhören, in der Rechtsauslage zu boxen. Was Greenford allerdings tun muss, was er jetzt tut, was er in der letzten Runde nicht getan hat, also das fängt er wieder mit an, ist die Hand sinken, die Führungshand. Das darf er nicht machen. Rutherford mit einer Rechtsauslage boxt. Und da steht er schon wieder nochmal. Yeah.
ein schöner Treffer von Greenberg. Tupfer, aber drin. Keine Tupfer auch drin. Die Hose plötzlich rutscht. Nee, der Mundschutz ist mir rausgefallen. In den Tiefschutz. Oder auf den Tiefschutz. Zu behäbig, zu lahm, Relaford. Letztlich sind es auch in dieser Runde die guten Reflexe und die schnellen Hände von Greenberg, die ihm hier die Runde geben. Ja, da war er drin, aber ohne Gewicht. Bradford. Und das war's für Runde 9. Ah, diesmal hat er wieder keine Bäume ausgerissen, der gute Kendrick Bradford. Ja, ist auch wie häufig in Deutschland die etwas eigenartige Situation, dass da zwei Leute auf einen Boxer einreden und das auch noch in unterschiedlichen Sprachen. Aber damit scheint Roman Greenberg ganz gut zurechtzukommen. Ja. Das sieht Jim Watt diesmal anders, aber insgesamt ist die Linie klar. Zwei Runden zugunsten von Kendrick Bradford, der Rest zugunsten von Greenberg. 7-2 also bisher die Bilanz und nur ein Durchgang noch offen. Das heißt, nach Punkten kann Bradford nicht mehr gewinnen. Ich habe es noch ein bisschen klarer als Jim Watt. Aber Jim Watt wird ja auch älter und sieht nicht mehr so gut. Scherz. Sehr sympathischer Mann. Das war ein zwei Kombinationen auf die Deckung. Und ein bisschen keck, der gute Greenberg. Tut aber auch nicht allzu viel in dieser letzten Runde. Er weiß natürlich, wie die Dinge stehen. Er läuft aber durch. Na, nicht so dumm rumlaufen. Sieht erstes mal blöd aus und zum anderen kann es gefährlich sein. Dieses halb abgedrehte Spazieren gehen im Ring. Das war eine schöne Serie von Greenberg. Ein paar richtig saftige Treffer. Schuss. Diese Runde auf dem Pass überhaupt nicht, muss ich zugeben. Ja, was? Sicherlich eine Geschmackssache.
schöne 1-2-Kombination von Grünberg. Die rechte war richtig gut drin. Man, er hat 14 K.O.s unter seinen 20 Siegen. Aber ich muss zu ihm, ich habe nicht den Eindruck, dass er der größte Puncher wäre. Ich muss sagen, dass wenn überhaupt, dann Kendrick Rutherford gefährlich aussieht. Aber das ist vorbei. Klar, der Sieger. Das sieht auch der Ringrichter so. Bedankt sich. Das, diese Statistiken sind absoluter Unfug, denn wer will ernsthaft zählen? Hinzu kommt noch, dass die Härte des Schlags gewertet werden muss. Das heißt, es wird sogar erwartet, dass die Dinge sehr subjektiv bewertet werden. Deswegen sollten die Leute nicht so tun, als ob das also wirklich objektiv wäre, indem man Statistiken vorführt, die eigentlich wirklich nur verwirren. Kendrick Rutherford 93 points, Roman Greenberg 98 points, the winner. Roman Greenberg. Die zwei Runden hat er ab.